Früher mochte ich meine Größe nicht so gern, aber jetzt liebe ich sie. Also ich habe sie lieben gelernt. Ich denke, mein Körper kann leben, er atmet, er hat gesunde Organe und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich bin Lara, ich komme aus Österreich, bin 18 Jahre alt und gehe zurzeit noch in die Schule. Ich glaube, Mitmenschen sind sehr schnell überfordert mit mir, aber ich glaube, sie mögen mich auch wegen meiner lustigen Art und weil ich es gern habe, wenn sich jeder neben mir wohlfühlt. Ich habe sehr viele Ringe. Alle Ringe haben auch eine Bedeutung. Ich habe zum Beispiel den Verlobungsring von meiner Mutter oben. Oder den, das ist sogar der Ring von Herr der Ringe und Hobbit. Ich liebe halt so Fantasy-Filme und bevor ich hergekommen bin, hat mir mein Freund den noch geschenkt und er hat auch gesagt, du darfst das nicht erwähnen, dass du den Ring trägst, weil es ist voll peinlich. Ich habe hier von meiner verstorbenen Oma ihre Ringe oben. Die lassen mich immer an sie denken. Das finde ich auch sehr schön. Und ja, also alles hat eine Geschichte. Das sind dann meine ganzen Ringe, die ich täglich trage. Ich mag besonders gerne mir generell meine Tattoos und Piercings. Ich habe mir zum Beispiel das japanische Tattoo hier selbst gestochen. Das heißt Legende. Das habe ich mir auch nur gestochen, weil eine Freundin meinte, dass ich mich das nie traue. Und dann habe ich es halt gemacht, weil ich liebe so den Adrenalinkick. Ich liebe kurzfristige Sachen, Veränderungen. Das mag ich alles recht gerne. Generell, ich finde, mein Körper ist zwar jeder Körper ist ein Kunstwerk. Hauptsächlich male ich auch Körper, also nackte Frauenkörper vor allem, weil ich finde, Körper einfach von einer Frau und generell Körper sind einfach ein Kunstwerk und das solltest du verewigen. Und egal welche Form oder welche Farbe, vor allem ich zeichne auch nicht mit Hautfarben, sondern ich zeichne gerne mit Grün oder Blau, so ausgefalleneren Farben, weil ich finde, das wirkt dann ein bisschen abstrakter. Meine Hobbys sind Malen und Schachspielen. Ich habe da eine App am Handy, da spiele ich immer so ein paar Stunden. Oder auch mit meinem Vater spiele ich gerne und mit meinen Freunden. Also ich habe so Schach gesetzt. Schachmatt gesetzt. Was sagst du dazu? Schlechter Verlierer. Also ich bin in einer Beziehung, ich habe einen Freund, sein Name ist Patrick. Und ich könnte mir keinen besseren an meiner Seite vorstellen als ihn. Also mein Traum für die Zukunft ist erstmal Model zu werden und auch mit dem Model sein etwas in der Welt zu bewirken. Also ich möchte, wenn ich mal sterbe und wenn ich mal alt bin und dann auf mein Leben zurücksehe, möchte ich sagen können, ich habe was Gutes in der Welt gemacht, ich habe was verändert, ich habe ihm geholfen. Ich weiß nicht, ich mag das gern, wenn es jedem gut geht.